Nun, Euer Gnaden, welche Möglichkeiten stehen uns offen? Nun, ich kenne euch alle hier nicht sonderlich gut. Bin auch erst seit neuestem auf dem Schiff. Ich kann sagen, dass meine Seele noch rein ist. Das weiß ich nicht von euch allen. Allerdings kann ich zum Beispiel über diesen Mann dort, er deutet auf Jasper, dieser Mann hat für das Rechte gekämpft. Er hat sich gegen das Kriegsverbrechen gestellt, während andere Leute hier, er schaut einfach mal über alle Leute rüber, anstatt da irgendwie ihn speziell anzugucken, den Mann verteidigt haben, der dieses Kriegsverbrechen versuchte auszuüben. Allerdings ist dieser Mann, der das Kriegsverbrechen versucht hat auszuüben, ebenfalls ein Mann mit dem Herz am rechten Fleck. Ich heiße nicht alle seine Entscheidungen gut, doch er hat sich sofort auf meine Seite geschlagen, als ich ihm die Sachen mit Aphadaios erzählt habe. Ich denke, zurzeit ist er tatsächlich immer noch die beste Wahl. Ansonsten zur Auswahl wären meiner Meinung nach noch der Mann, den die Leute hier nicht kennen, Jasper der Wandler, oder einer der Leutnants. Ansonsten wüsste ich nicht, wer die Kompetenzen haben sollte, so ein Schiff zu steuern, beziehungsweise anzuführen. Señoras, señoritas, ich schlage Chiara Scarina vor. Ich hebe eine Augenbraue. Dir gegenüber sitzt Bogdan, der mit seinem alanfanischen Dialekt, und daneben Alarich Hesindian von Ebersfeld, der Oberst, schaut so ein bisschen über den Tisch rüber und guckt dich an. Seid ihr euch sicher, dass ihr noch Fähnrich seid? Hat man euch noch nicht befördert? Nun, ich hatte bereits einmal das Kommando über ein Schiff und danach habe ich unter meiner Base, meiner entfernten Base, auf einem anderen Schiff gedient. Falls ihr ein Empfehlungsschreiben von mir braucht, um befördert zu werden in eurer Armada, wendet euch gerne an mich. Ich weiß nicht, ob es in Alanfa hilfreich ist, aber den Posten eines Fähnriches, den braucht ihr zumindest nicht mehr tragen. Ihr habt meine Oberleutnante ziemlich, nun ja, degradiert aussehen lassen. Gute Arbeit, Kiaras. Ich danke euch. Nichtsdestotrotz ist es überhaupt keine Frage, wer hier von rechts wegen der Kapitän sein sollte. Von rechts wegen? Wer hat denn entschieden, wem dieses Schiff gehört? Nun, wir befinden uns selbstverständlich immer noch auf einem Schiff, der nicht unbedingt der Perlen der Flotte, aber das doch dem Reich dient. Wir sind schließlich im Auftrag des Reichsgroßgeheimrates hier und haben es in Besitz genommen. Also ich mag Alanfana nicht, aber ich würde jetzt auch sagen, Kiaras hat seinen Job ganz gut gemacht und warum soll er nicht Kapitän werden? Kapitän hin oder her, wer wird in der Lage sein, das Schiff zu steuern? Diese Problematik wird sich bereits gekümmert. Das ist keine zufriedenstellende Antwort. Verzeiht, Euer Gnaden. Nun, eine zufriedenstellende Antwort kann ich euch nicht geben. Ich sage nur, dass das Problem bereits gelöst ist. Ohne eine Aussage. Ja, Kopf ist so ein bisschen rot. Fängt so ein bisschen an zu jucken. Kratzt. Also ohne eine aussagekräftige Antwort von euch werde ich mich der Stimme für die Wahl des Kapitäns enthalten. Er wird nicht gewählt. Nein, hier wird geschachert, offensichtlich. Nun. Eine geheime Wahl, würde ich vorschlagen. Wir sind hier nicht unter irgendwelchen neo-horasischen Demokraten. Hier wird nicht gewählt, hier wird bestimmt. Wer ist eurer Meinung nach derjenige, der diese Bestimmungsgewalt ausführen soll? Und offensichtlich seid ihr das. Ich? Darauf scheinen sich alle einigen zu können. Achmed verschränkt die Arme. Nun, dann bestimme ich, dass gewählt wird. Ich möchte mir mal ganz hart auf die Zunge beißen. Du hast sowieso schon Rachsüchte gekrittet gegen Achmed. Ja, die Rache kriegt er noch, aber die muss ich nicht jetzt ausführen. Du siehst, wie hinter ihm ein gewaltiger Hashtot erscheint, der einfach nur über dem Stuhl steht, schwebt und mit seinem Richtschwert ausholt.
Der Kopf von Ahmad kullert über den Tisch zu dir rüber. Trachte den eine Weile, lächle ein wenig in mich hinein, schüttel dann den Kopf und erinnere mich erstmal wieder, wo ich überhaupt bin. Ahmad sitzt immer noch vor dir. Wird gerade so eine kleine Box gefaltet, in die man dann kleine Zettelchen reinstecken kann. Und ungefähr 2 Minuten später, ja, steht eine große Box mit verschiedenen Kärtchen vor euch, auf die man dann die Namen schreiben kann. Ugdan schaut einmal zu Kiaras rüber. Kiaras, wie schreibt man Karin nur mit Karin? Er ist Alanfana und weiß nicht, wie man Karinor schreibt. Er faltet den Zettel zusammen und tut ihn in die Box. Lächelt dann, so richtig gewinnt rüber zu Kiaras. Überhaupt keine Frage, wer von Rechtswesen Anspruch auf das Kommando hier hat. Und wer als einziger in der Lage ist, die Ordnung auf dem Schiff aufrechtzuhalten. Das ist kein Alanfana. Ein Reichsferner aus dem Süden. Der einem seltsamen Boron-Glauben folgt. Oder einen göttertreuen Mann, oder? Was auch immer Ugdan ist. Nun. Ich fühle mich genötigt, mich zu verteidigen, doch. Ich glaube eher, euer Boron-Glaube ist ein wenig seltsam. Sagt Brindisian auch immer. Aber darüber zu streiten lohnt hier, glaube ich, wenig. Nein, das ist wahr. Gut, es wird ausgezählt. Wie möchtet ihr euch entscheiden? Wenn ihr einmal auf den Zettel drauf guckt, könnt ihr erkennen, es gibt 2 Stimmen für Jasper. Es gibt 3. Ich habe für Jasper gewählt. Du hast für Jasper gewählt, dann gibt es 3 Gut. Stimmen. 3 Stimmen für Jasper. Es gibt 3 Stimmen für Kiaras von den NPCs. Und es gibt 2 Stimmen für Yalan. Entschuldigung, eine Stimme für Yalan von den NPCs und ich vermute, Yalan wird sich selber wählen. Ahmad hat schon gewählt. Kiaras, wen möchtest du wählen? Yalan. Okay, dann gibt es 1 Stimme für Yalan. Zusätzlich Romili. Wählt sich selbst. Wählt sich selber, 1 Stimme für Romili. Und Yalan, wen willst du? Natürlich mich selbst. Gut, dann gibt es 3 Stimmen für Yalan, 3 Stimmen für Kiaras und 3 Stimmen für Jasper. Alter, Jasper wird sich sagen, soll ich. Natürlich haben sich hier jetzt auch einige Leute enthalten, haben dann einfach nur einen leeren Zettel reingesteckt. Ihr wisst aber nicht, wer. Nun, wir scheinen an einem Patt zu stehen. Kann es natürlich auf die alte Weise machen und es so lange ausduellieren, bis ein Sieger feststeht. Ich glaube gerade euch, euer Gnaden, würde das wohl gefallen. Natürlich, sofern ihr einen ehrenhaften Zweikampf fehlt. Wir haben doch noch einen weiteren Offizier. Der kann sich doch auch noch entscheiden, oder? Meint er Jagold? Er meint Jagold. Ritter Jagold hat leider seinen Rang als Offizier abgetreten und ist dieser Zeit unwillens, ihn zu bekleiden. Er ist weiterhin ein gern gesehener Gast an Bord des Schiffes, aber er wird keine weiteren Aufgaben übernehmen. Hat Myria gewählt? Myria hat auch gewählt. Dann wieso darf eure Knappen wählen? Ich bin kurz davor, sie einfach jetzt hier zur Ritterin zu schlagen. Nein, fuck, ich habe Arroganz gekrittet, ich mach das. Ich zieh mein Schwert. Oh, wie geil! Wie geil ist das? Ich zieh mein Schwert. Myria, ja, kniet euch nieder. Sie schaut dich an. Ja, ja. Knie nieder. Sie kniet nieder. Gut. Ja, ich zieh das Schwert. Für euren heldenhaften Einsatz unten auf dem Schlachtfeld bei Nadam von Helmport halte ich es hiermit für angemessen, euch nach langer und entbehrlicher Knappschaft endlich den Schlag zur Ritterin zu geben. Legt ihr das Schwert auf die linke Schulter, im Reich ein Schild und Rondra ein Schwert. Tragt diesen letzten Schlag von mir und keinen weiteren. Erhebt euch nun, Ritterin Myria von Galahan Mersingen. Ja, wenn sie den Kopf wieder hebt und dann von dem Knie runterkommt, siehst du, wie sie dann wohl auch Tränen in den Augen hat, aber nur eine kleine Träne gerade runterkullert. Ach, man ist ein wenig perplex da. Und übergebe ich ihr das Schwert, mit dem ich sie gerade geschlagen habe. Das ist jetzt ihres. Eure nördlichen Gebräuche sind wahrlich seltsam. Oh, die Frau ist volljährig und von Stand. Er hat keinen Grund, nicht zu wählen. Auch das ist Ritter Jagold. Also das, was ihr dort gerade getan hat, hat überhaupt nichts gebracht.
Der Jagold hat sich selbst, wie gesagt, aus dieser Sache zurückgezogen. Ich denke, wenn man ihn fragen würde, dann würde er sich nicht mehr zurückziehen. Denn dieses hier ist das Schicksal. Nun, dann sucht doch den Herrn Ritter auf und fragt ihn. Das werde ich tun. Meine Herren, wie haltet ihr es denn mit einem Triumvirat? Drei Männer, die regieren sollen. Auf einem Schiff? Absolut gar nichts. Ja, Ahmed steht auf und geht raus. Nun, wir bräuchten schon jemanden, der oben auf dem Steuerturm die Ordnung behält und im Unterdeck und auf dem Hauptdeck. Aber natürlich, natürlich ist das vollständig lächerlich. Ein Kommando über ein Schiff kann keine Demokratie sein. Dann suche ich doch einmal mir einen weiteren Offizier. Jasper verbeugt sich einmal und geht dann rauschend ab, wo auch immer er sucht. Er sucht jetzt einfach Verstärkung. Ja, Jasper sucht sich jetzt nach Jagold und versucht ihn zu überzeugen. Alles klar, also Ahmed kommt als erstes angefolgt von einem Prozedere von WLAN. Ich schaue dem Jasper, wer ist das überhaupt? Guck in die Runde. Wer ist denn noch da? Romedy ist noch da. Ich bin sicher, dass Magistra Kohlraab das euch zu eurer Vollzufriedenheit zu erläutern vermag. Ja, wenn Ahmed dann gerade nach drinnen in den Bauch des Schiffes geht und dann in der Klaschembe Ritter Jagold findet, kann er dort auch Lubdil auf der Bank sitzen sehen, der ihm einfach nur entgegenschaut. Lubdil? Ja, der wird einfach ignoriert. Ja. Jasper kommt dann mit seinem wallenden Gewand auch hinter dir her und steht dann ja neben dir. Zwei Sekunden Ritter später, Jagold. Ja, dann auch. Ritter Jagold, Riedkötter von Bärenhain. Ihre Gnaden. Es wird leider ein weiteres Mal eure Stimme gebraucht. Nicht als Richter, aber als Mann von Stand, wie es der Mann dort drüben gerne betonen mag. Dann deutet man auf Jalan. Der Ritter, natürlich verzeiht. Und nun ja, ihr seid der letzte Mann hier auf diesem Schiff, der genügend Sagen hat, um einen neuen Kapitän zu wählen. Die Umstände des alten Kapitäns sind unwichtig. Aber ihr, Ritter Jagold, müsst euch für einen von drei Leuten entscheiden. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr das Zepter des Kapitäns wieder an den alten Kapitän Jalan greifen und von Schnattermoor übergeben wollt. Oder an zwei andere Männer, die ebenfalls kandidierten, nachdem ich vorschlug, eine Wahl abzuhalten. Einer dieser Männer steht hier links neben mir, Jasper der Wandler. Der andere Person sitzt weiterhin im Offizierscasino und versucht wohl nicht, wie diese anderen beiden Leute hier, euch zu überzeugen, für sie zu stimmen. Er erwartet das Skill, er erwartet euren Spruch wohl, bis ihr die Kunde zu ihm tragen. Eure Stimme entscheidet, wer der Kapitän dieses Schiffes wird. Also wählt weise. Wer ist denn die dritte Person? Oh, Entschuldigung. Die dritte Person ist Kiaras Karinor. Ein Offizier, ein Fähnrich, der sich in der letzten Schlacht sehr hervorgetan hat. Konnte seine Heldentaten leider nicht selbst bezeugen, allerdings habe ich sie mir anhören dürfen. Ein äußerst fähiger Mann, wenn man den Worten der anderen Leutnants glauben darf. Ich bitte euch, alter Freund. Ich weiß, wir stehen nicht immer auf derselben Augenhöhe, aber Magier und Alanfane. Nun, Ritter Jagold, wenn ihr mich wählt, dann werden wir selbstverständlich gerne wieder die blutige See zurückerobern, was auch immer ihr dann vorschlagt. Hat nichts zu tun, es wird umgesetzt, ihr werdet ein großes Mitbestimmungsrecht haben und zu meiner Rechten auf dem oben am Steuerbaum sitzen, wenn ihr dies dann mögt und mich beraten und dort helfen. Nun verzeiht mir, Jasper der Wandler, eure Falschheit sollte mittlerweile allen bekannt sein. Er schaut so ein bisschen zu Jalan rüber. Ein Alanfana wählen. So mutig und heldenhaft er auch ist,
Er nicht. Ich habe ihn nicht gesehen in der Schlacht. Außerdem ist er nicht gekommen, um diese Wahl zu verändern, zu beeinflussen. Vielleicht ist es ihm egal. Vielleicht hofft er auch, dass man mich nicht beeinflussen kann. Oder euch. Nun, dann werde ich ein weiteres Mal Yalan das Vertrauen schenken. In der Hoffnung, dass er mich nicht enttäuscht. Ich werde es allen Göttern, die mir helfen wollen, bei besten Kräften versuchen. Damit ist das Urteil gefällt. Dank, Ritter Jargold. Ich werde nun ins Offizierscasino gehen, um die Kundschaft den anderen mitzuteilen. Kapitän, Achmann salutiert einmal. Ich blicke Jargold nochmal an. Was gedenkt ihr zu tun? Wollt ihr am Schiff bleiben oder sollen wir euch nach Festum bringen bei der nächsten Gelegenheit? In Festum wartet immer noch nichts auf mich. Ich habe, wie gesagt, meine Ländereien verloren und solange das ewige Eis dort herrscht, kann ich nicht zurück. Ich werde mein Glück wohl in Kunchob versuchen und euch dort dann zurücklassen. Wenn das euer Wunsch ist, soll es so sein. Es war eine aufregende Reise mit euch, Kapitän. Gibt er dir die Hand zum Männergruß? Hier wird erwidert. Ich hoffe, dass ich eines Tages den Frieden findet, den ihr sucht. Wo auch immer das sein mag. Was ich gelernt habe, ist, dass man sich nie von Rache leiten sollte. Denkt daran. Auch ich habe meine Familie verloren. Und zwar alle. Meine Frau, meine Kinder. Alles, was mir bleibt, ist meine Knappin Frieda. Lasst euch nicht von Rache lenken, Yalan. Damit nickt er dir zu. Und prostet dann einmal Lubdil zu und unterhält sich dann wohl noch ein bisschen mit Lubdil. Gut, dann geht es auch zurück in die Offiziersmesse. Jasper geht zurück zum Offiziersdeck, wo er seine eigenen Sachen hat und wird sich gar nicht wieder der Gemeinschaft anschließen. Ja, nun, es hat sich ereignet, dass unser neuer Kapitän mir gegenüber sitzt. Die Alan Greifmund vom Schnattermoor darf erneut den Titel Kapitäns innehaben. Ich hoffe, dass seine weiteren Entscheidungen mich nicht wieder so enttäuschen wie seine letzten. Ich hoffe, dass ihr im Zweifelsfall da seid, um euch auf der richtigen Seite zu halten. Dem werde ich weiterhin versuchen. Sehr wohl. Also, zum Geschäftlichen. Sprechen wir über Helmenport. Ihr Staat ist derzeit gesichert, die Gefangenen untergebracht und die ersten Wertsachen wurden bereits geborgen. Wir müssen überlegen, wie wir mit dem Ort verfahren wollen. Wenn wir jetzt einfach alles Nützliche einpacken und hier verschwinden, sollten wir die Ortschaft abbrennen und die Zivilisten in göttergefälligere Länder umsiedeln. Andererseits wäre es sicherlich ein großer Gewinn für die Perlenmeerflotte und jeden rechtschaffenen Menschen, der das Perlenmeer befährt, wenn auf Maraskan an der Küste ein Nachschubhafen zur Verfügung stünde. Diesen zu halten ist uns aber alleine vermutlich nicht leicht möglich. Hat da jemand Meinungen zu? Ah, ich bin fürs Abbrennen, sagte Brunn. Nochmal bitte, was hat er gesagt? Ich bin fürs Abbrennen. Okay. Dieser Hafen ist teuer erobert und, wie ihr bereits sagtet, eine gut gekommene Gelegenheit, um den Rest der blutigen See zu erobern, von hier aus. Außerdem wäre es eine sehr gute, da hätten wir zumindest, wenn wir diesen Ort halten könnten. Ein Hafen, den wir bedenkenlos mit der Perlenwacht anlaufen könnten. Was sicherlich auch nicht ganz ungünstig sein dürfte. Die Männer werden Landurlaub sicherlich begrüßen. Und wenn es nur auf Maraskan ist.
würde gerne alle Leute hier, die des Krieges überdrüssig sind, aus Festland überschiffen. Alle Leute, die hier sind, sollten angemessen entlohnt werden. Denn es ist gefährlich, auf einem komplett unbefriedeten Flecken Erde zu hausen, wo man jederzeit Angst haben kann, dass die Rote Legion aus dem Dschungel kommt oder irgendwelche Dämonenarchen übers Meer. Die Leute, die hier bleiben, würde ich vorschlagen, sollen das Doppelte an Gehalt bekommen. Und auch das Militär sollte hier drastisch verstärkt werden, damit die nächste Dämonenarche nicht so einfach hier reinkommt, wie wir es getan haben. Wo wir noch sehr human gehandelt haben. Natürlich hätten wir viel Arbeit, wenn wir diesen Posten verstärken wollen. Gar nicht abzustreiten. Aber ich denke, dass sich die Investitionen definitiv lohnen würden für die Zukunft. Hier ein weiterer Hafen hat seine Reize. Dennoch werde ich den schwarzen Mann spielen und Ahmad euch sagen, den Männern, die hier bleiben, doppelten Lohn zu geben, ist etwas übertrieben. Je nachdem, wie viele Truppen hier nötig sind, wird das sehr kostspielig sein. Und unsere Schatzkammern sind nicht endlos tief. Ich meine nur, dass alle Leute, die des Krieges überdrüssig sind, denen sollten wir einen Freifahrtschein nach Konchom überlassen. Alle Leute, die hier wohnen bleiben wollen, in ihren eigenen Häusern, die können von mir aus hier bleiben. Wenn das ihre Entscheidung ist, habe ich da keine Widerspruchrechte. Die Zivilisten sollten definitiv freie Meinung behalten, ja. Da vermutlich keiner von ihnen leibeigen ist, steht ihm nichts im Wege. Nichtsdestotrotz, wir haben zwar einige Geschütze an Land erbeuten können, inklusive der Munition, und einige Befestigungsanlagen sollten sich auch wieder herrichten lassen. Aber um den Ort zu brauchen, wird es Männer brauchen. Zu halten wird es Männer brauchen. Und von denen können wir uns derzeit nicht viel mehr leisten, als wir sowieso an Bord mit uns führen. Wir werden uns wohl also nach Unterstützung von außerhalb umsehen müssen. Zum Beispiel bei der Reichsflotte. Zum einen das, und wir können die Leute fragen, die befreit wurden. Vielleicht kennen sie Leute, die kämpfen können, die helfen wollen. Verzeiht, wenn ich unterbreche. Ich habe wohl gesehen, dass einige maraskanische Zivilisten, diejenigen, die auf den Feldern waren, gefragt haben, ob sie wieder in den Dschungel zurück dürfen. Sie arbeiten selbstverständlich nicht freiwillig hier. Sie sagten ebenso, dass die nahen Wälder von Helmport bewohnt werden von einer Splittergruppe der Rebellen. Sie nennen sich wohl so etwas wie Wipfeltiger. Und mit denen sollten wir dann auch wohl in Kontakt treten. Dem stimme ich zu. Rebellen, mit denen wir zusammenarbeiten können, könnten sehr wertvoll für uns werden. Maraskanische Rebellen. Vermutlich sind die schon seit Reto hier. Wir sollten vorsichtig sein. Wir sollten aber auch die Chance, die sich uns dadurch bietet, nicht außer Acht lassen, Kapitän. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz darf man sich bei denen nie zu sicher sein. Nun, wenn es ihr Ziel ist, ebenfalls genauso wie wir die Dämonen auszutreiben, haben wir zumindest einen gemeinsamen Zweck. Wir sollten zumindest, ich nehme an, wir sind uns da alle einig, Kontakt mit ihnen aufnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, sagt Magistra Kohlra, wie die Wipfeltiger zum Mittelreichern stehen. Ich weiß nur, dass die sieben Gezeichneten auch damals mit dieser Splittergruppe Kontakt hatten. Und sie haben es überlebt. Mehr weiß ich allerdings nicht, da ich die Tagebücher nicht gelesen habe, nicht lesen durfte. Wie ich bereits sagte, vermutlich sind sie bereits seit Reto hier und an einer Zusammenarbeit mit uns nicht sonderlich interessiert. Aber wenn wir ihnen klar machen können, dass wir beide denselben Feind bekämpfen, sollte sich zumindest zeitweilig eine Zusammenarbeit anrichten lassen. Solange sie uns den Rücken frei halten von der Kamortgarde aus dem Dschungel oder der Roten Legion, müssen wir nur noch die Wasserseite verteidigen. Für die haben wir eine größere Menge an Geschützen. Sollte uns zumindest kleinere Schiffe vom Hals halten. Ich bin immer noch dafür, wir verbrennen den Ort. Packen wir die Rotzen und den Bock ein, dafür haben wir noch Platz. Und
Können wir teilweise in Kutium verkaufen oder unsere Arche damit aufrüsten? Ich brauche auch weitere Männer. Ich wollte gerade sagen, habt ihr denn genug Männer, um weitere Geschütze zu bemannen? Nein, aber die brauche ich. Unsere Geldmittel sind begrenzt. Dann verkaufen wir den Bock und ich bemanne die schweren Rotzen oder die mittlere Rotze. Ist sonst noch jemand dafür, den Ort samt und sonders abzubrennen? Nun gut, nein. Dann werden wir uns darum bemühen müssen, ihn zu halten. Bronn, sobald es die Geldmittel zulassen, werden wir euch noch ein paar weitere Geschütze beschaffen. Und Männer. Und Männer. Nun, Geschütze und Männer wollen bezahlt werden. Darum werden wir uns kümmern. Nun gut, dann ist diese Besprechung erst einmal zu Ende. Geht wieder zu euren Männern, feiert mit ihnen, bringt ihnen schon bei, wie die neue Ordnung aussieht. Und nehmt euch den Rest des Abends frei. Morgen früh werden wir anfangen, die Gebäude zu durchsuchen. Wir werden auf jeden Fall, egal ob die Männer feiern oder nicht, heute Abend schon mindestens 2 Wachen brauchen, die Ephadaios bewachen. Das ist richtig. Wer sich freiwillig meldet, soll für den Tag doppeln, sollte halten. Ja, Senor, ich werde sicherlich meine Männer finden. Ich werde selber auch dort mich mit ihm... Darf man sich mit ihm unterhalten oder ist das unerwünscht? Euer Gnaden. Ist er ansprechbar? Ich schaue zu Magistra Kuhlrab. Er wird heute in der Nacht aufwachen. Man schaut Ugdan an. Man weiß nicht, dass er ein Buch an Alkolut ist. Ja, das also ich weiß auf jeden Fall, dass er das ist. Ja, das hält er nicht geheim, das ist auf alle Fälle irgendwann mal rübergekommen und spätestens jetzt auch mit der Beerdigung. Solange du die Gespräche überwachst, darf man sich mit ihm unterhalten, ja. Aber niemand darf sich zu seinem Gefängnis mehr als 2 Schritt nähern. Ja, siehst du ja. Alle Leute, die das tun, werden mit Waffengewalt zurückgehalten. Gut, ich habe nichts mehr für heute. Na gut, dann wegtreten. Okay. Und Achmann würde eine Frage, die er vorhin vergessen hat, nochmal an Magistra Kuhlrab wenden, wenn sie zumindest so unterwegs sind, dass man unbedingt belauscht. Ja, genau. Und würde sie dann, also Achmann würde sie dann nochmal fragen, weiß Jasper eigentlich auch von diesem Namen? Nein. Er. Ihn würde ich auch nicht ins Vertrauen ziehen. Nicht? Nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Rolle er in dieser, sagen wir einfach, Kampagne zu spielen hat, aber ihn würde ich wohl nicht ins Vertrauen ziehen, wobei ich auch wieder euch und eure Weisheit dann schätze und respektiere, und wenn ihr der Meinung seid, dass er eine vertrauenswürdige Person ist, dann soll es so sein. Kurz nochmal für mich, ich halte ihn für eine vertrauenswürdige Person, oder? Er hat dich zumindest unterstützt gegen Yalan, hat er für dich ausgesagt. Aber alle Leute bis jetzt sagen mir, dass er eine falsche Person ist. Also irgendwie... Hast du ihn dir mal angeguckt? Dem läuft die Falschheit aus dem Mund. Ja. Ist deine sehen alle Magier aus. Ja, nö. Also erstmal, wenn schon alle Leute sagen, dass der voller Falschheit ist, ja, dann wird ihm erstmal dem guten Rat Folge geleistet. Und... Wissen eure Eleven von dem Namen? Sie haben mir zu großen Teilen davon berichtet, beziehungsweise mir dabei geholfen, die Analysen abzuschließen, aber sie sind nicht im Besitz des vollständigen Namens, nein, nur mit Fragmenten und Bruchstücken bewaffnet. Das hilft ihnen also nicht. Ja. Sehr gut. Man nickt Magistra Kuhlrab einmal zu. Ich denke, ich werde meine Methodik jetzt mit dem neuen Kapitän abstimmen. Das überlasse ich euch.